Hallöchen Leute, hier zum Sommerspaß in der Anstalt. Schön, dass du wieder dabei bist hier zu Outlast. Und die Musik verrät schon einiges. Walkers in der Nähe. Der Riese, der Hühne mit den Ketten. Die Frage ist, wo ist er? Hier, Lüftungsschacht, kommen wir hier irgendwie hier lang? Sieht so aus, als ob wir da hoch könnten, aber das ist zu. Oh, verflucht, 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 verflucht. Was haben wir denn hier? Noch eine Batterie? Ah, ich hab noch. Die merke ich mir. Oh, oh. Wenn er jetzt ankommt, renne ich da einmal links um den Stuhl und spiele Reise nach Jerusalem, um dann rechtzeitig hier rauszukommen. Ich glaube, er hat die falsche Tür aufgetreten, als wir uns auf dem Klo versteckt haben, oder? Kann das sein? Okay, komm schon, Walker. Ich bin nicht der Droide, den du suchst. Ich höre ihn schnaufen. Diesen kranken, verrückten Penner. Oh, er ist so nah, er ist so nah. Oh, wow. Und wir haben keine Ahnung, wo es lang geht. Nicht die geringste. Haben uns hier in die Ecke gekauert. Sowas passiert, wenn man nicht Meister Propper kauft und er daraufhin seinen Job verliert. Dann landet er in dieser Anstalt und kaut sich die Lippen ab. Okay. Hier waren noch Türen, die waren hier, die hier war offen. Oh, hör auf. Oh, hier ein Lüftungsschacht. Hervorragend. So, Walker. Tschüssi. Oh, nee, bitte nicht. Wo wir wieder beim Yoga-Spaß wären, ne? Hallo, guter Freund. Welche Frau hat dir denn den Kopf verdreht, hä? Zu benutzen? Oh, wir sind ja wieder hier. Im Haupttrakt. Kurz vorm Ausgang. Ich will mal kurz gucken, ob ich hier vielleicht irgendwas übersehen habe. Toll, jetzt könnten wir natürlich die Batterie gebrauchen. Ach. Ich weiß, da liegt noch eine Batterie, aber ich hätte sie eigentlich nehmen sollen, das stimmt schon. Das war blöd, aber ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Ich bin froh, dass ich sie geschafft habe. Und hier haben wir doch, glaube ich, die allererste Begegnung, wo ich mich zu Tode erschreckt habe hier, ne? Ja, genau. Diese verrückte Bücherei, ganz genau, hier war das. Wo ich den Schreck meines Lebens hatte. Oder? War das hier in dieser Bücherei? Wahrscheinlich auf der anderen Seite der Etage. Gruselig, wie ist das denn? Okay, wir müssen tatsächlich durch die Bücherei durch. Gott sei Dank müsste Walker jetzt auf der anderen Seite des Blocks sein. Oder zumindest dahinter. Und es gibt hier keinen offensichtlichen Weg lang. Dafür eine wunderbare Batterie. Vielen lieben Dank, Duracell, dass du hier so viel Schleichwerbung machst. Wobei ich sagen muss, dass deine Batterien nicht besonders leistungsfähig sind, hä? Es müssen nur irgendwelche Billigbatterien sein, die ihr mir hier andreht. Komme ich da durch? Nein, die Tür ist im Hintern. Lassen wir uns das Ganze doch mal angucken. Ja, ja, reiß dich zusammen. Was soll das überhaupt für eine komische Spontanstörung sein? Als ob ich so einen Geist gesehen hätte. Okay, hier gibt es wahrscheinlich nichts außer der Batterie. Oh. Ja, ja, du solltest mal deinen Monitor austauschen. Der hat einen ganz fiesen Riss unten links. See the movie, so that's where I left the card. Okay? Stupid! I need your help! Where are you? Yes, coming! I'm coming! Was leckt denn das hier so krass?
Bitte sagt mir nicht, dass das Traegers Stimme war. Die kam mir makaber bekannt vor, die Stimme. Chapel, Recreation Hall, Library, Lobby. Wir müssen zum Kino. Zum verfluchten Kino. Wir könnten jetzt so... Ich bin eben gerade durch Linsensuppe durchgewartet. Weißt du, wo es zum Kino geht? Du siehst selber aus wie aus einem Horrorfilm. Verflucht. Tja, wo gehen wir lang? Hier ist zu, das erleichtert uns zumindest den Weg zu finden. Ich hasse es, wenn ich 500 verschiedene offene Wege habe und immer im Hinterkopf habe, oh, du hast da irgendwas verpasst. Da liegt noch irgendwas rum, eine Batterie oder irgendein Schriftstück. Und das wollen wir ja nicht. Machen wir das Ding mal weg, da wird man ja noch wahnsinnig bei dem Riss in der Linse. Das sieht immer mehr nach Bürogebäude aus, hier mit den Glastüren und alles. Das sieht so verranzt aus, ich meine... Ist doch nicht spontan die ganze Hütte abgefault, nur weil die Leute durchdrehen, oder? Welcher gruselige Mann spielt hier Klavier? Bist es du, Beethoven? Oh, es macht eine ganz ekelhafte Atmosphäre. Eine Leiter nach oben, ein Spind. Go home, Beethoven, you are drunk. Lass mal die Lage checken. Können Verrückte Leitern klettern? Ich meine, wenn die doch nicht mal in der Stande sind, eine Tür zu öffnen, dann ist das eine berechtigte Frage, wie ich finde, oder? Ja, sieht so aus, als ob unsere neue Kühe hier für einen Akrobatikwettbewerb üben. Zu klassischer Musik an irgendwelchen Betonkanten langkriechen. Und jetzt werde ich mich erstmal wieder fabulös aufs Gesicht legen. Tada! Oh, eine Clipping-Tür. Rüttel an ihr und sie zeigt dir, was sich dahinter verbirgt. Wer hält denn... Star-Wettbewerb länger auf. Spiel doch weiter, gruseliger, gesichtsloser Jason-Verschnitt. Also den Horrorfilm Jason, ne? Friday the 13th. Freitag der 13. Kann ich das Licht ausmachen? Okay, jetzt nochmal tief Luft holen. Oh, jetzt sind wir momentan auf einer Galeere, mitten auf dem Ozean. So knarzt, die Tower knarzen im Wind. Klingt eher, als hätte jemand zu viel Chili gegessen. Na, genießt ihr die Show? Der Film muss ja richtig beschissen sein, wenn die Leute hier alle rein... Exit Interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha, Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The fumes are real. There was no alteration to the footage at all? No trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage. English words are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... Proximity to death, to overwhelm.
overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? A gateway to what? Das ist genau die Frage. Und ich habe das Gefühl, dass wir immer tiefer reindringen in diese krude Geschichte und in diese kruden Machenschaften. Was habe ich denn aufgekritzelt? Lügen. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sie sind Lügen. Von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten. Die Fakten? Die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt. Wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an Kultra CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Das Wernicke-Entlassungsinterview. Der Mann klingt wie Dr. Seltsams anämischer Bruder. Er ist eine 25 Jahre alte Tonaufnahme, ein Interview mit Dr. Wernicke. Los Alamos bedeutet Regierung. Wernicke spricht über spontane Blutung, Tumore, psychosomatische Reaktionen bei bereits verhaltensgestörten Menschen. Er scheint auf einer Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Mystik zu sein. Nur eine Versuchsperson, die genug Grauen erlebt hatte, war in der Lage, die Maschine zu aktivieren. Der morphogenetische Antrieb. Der Antrieb, den Film, den sie zeigen, er setzt sich in meinem Kopf fest wie der Ohrwurm eines Musikstücks. Ich blinzle und sehe Rorschach-Tests, die wie ausschwärmende Insekten und infizierte Operationswunden aussehen. Die Patienten sprechen davon, den Antrieb zu benutzen, um den Wallrider zu beschwören. Es ist das Summen. Ich höre es in meinem Knochen. Ja, das sage ich auch immer jeden Morgen beim Aufstehen. Einmal gut gestreckt und dann höre ich wieder das Summen. Zum Kotzen. Uns scheint es echt nicht besonders gut zu gehen. Uns geht's richtig bescheiden wie nach einer durchzechten Nacht. Ohne Ibuprofen. So. Aber ich sollte doch eigentlich ins Licht gehen. Ich sollte doch, oder heiße das einfach? War das quasi die? Ja, ich glaube schon. Aber wir müssen wahrscheinlich eine Etage höher. Oder wir müssen in der Hölle da hochkraxeln. Schauen wir mal. Okay. You have to find Wernicke. Only way. Joa. Der Mann aus der Kiste hat zu mir gesprochen. Ich dachte schon, das ist kein normales Verhalten von Spindtüren. Das machen die relativ selten, nur wenn man besonders viel Zuneigung zu ihnen ausspricht. Natürlich ist sie abgeschlossen. Mal kurz nachladen. Gehen wir auf Nummer sicher. Wer weiß, was jetzt passiert. Wir müssen hier auf alles vorbereitet sein. Hallo? Vater Martin? Bist du hier? Verrückter alter Pastor? Oh, das ist unhöflich. Warum machst du das? Oh, Mami, ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich glaube, er wollte uns damit sagen, dass wir hier nicht lang sollen. Aber da liegt ein Schlüssel. Hast du jetzt abgeschlossen oder stemmst du dich gerade gegen die Tür? Ich glaube, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr, die Tür aufzumachen, wie es mir scheint. Mach's gut. Denke ich. Natürlich. Hätte wieder Zeit für ein bisschen Wandkraxeln. Okay, jetzt gehen in die richtige Richtung, nicht zurück. Vor allem, wie kann man sich denn eigentlich... Ich weiß gar nicht, könnte ich das, mich an so einem Vorsprung langhangeln? Das würde mir schon einiges abverlangen. Ich hätte mir wahrscheinlich mal sechsmal alle Knochen sechsmal gebrochen, bis ich überhaupt einen Meter geschafft hätte.
Ja, klar, natürlich. Ein Parkour-Weltmeister sind wir auch noch nebensächlicherweise. Wirst du mich anspringen? Scheint mir nicht so. Joa, klar ist die Tür jetzt offen. In der dritten Etage? Na gut, dann klettern wir nach oben, ne? Kann ich den Müll hier auch ausstellen? Spatlin! Spatlin! Tolle Firma. Dann nochmal Spatlin. Größte in ihrer Filmentwicklungsbranche. Die besten Kameras kommen nur von Spatlin. Kaufen Sie Spatlin noch heute. Spatlin Kameras von Spatlin. So, und wie kommen wir jetzt in den Third Floor? Wahrscheinlich hier unten irgendwie, oder? Offensichtlich geht es hier nicht mehr weiter. Jetzt setzen sie immer mehr auf Jumpscares, um die Leute hier aus dem Sessel zu treten. Na, stimmt schon. Irgendwann kann sich der Schiss in der Hose nicht mehr stapeln. Da muss man halt auf andere Weise erschrecken. Und warum? Ja, Walkers in der Nähe. Ich setze mich jetzt mal hin und lese eine Runde. Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Nekrotisierende Fasziitis? Wirklich? Verdammt, ich kündige! Danke. Das hilft mir so ziemlich gar nichts. Und ich höre Walkers in der Nähe. Woran ich das höre? An dieser asozialen Musik. Dieses Brrrr. Obwohl, nee, das ist nur der allgemeine Horror. Das könnten auch die zwei Nackten sein. Oder die zwei Nackten und Walker. Oder die zwei Nackten Walker und der Wallrider mit dem Pastor und dem Zombie-Doktor. Oh, Mati, Tatsu! Bleib weg von mir! Kommt der da angerannt wie nix. Ist das eklig, ey, wie das da rumkraxelt. Wenn wir jetzt mal einen kleinen Blick riskieren hier. Wer... Ja, ich wusste es doch, das sind die Nackten. Das sind die Nackten. Sowas aber auch, das ist ja echt... bescheiden. Boah, habe ich einen Lack. Boah, bitte lass den Schlüssel passen. Ist das der Schlüssel? Nein, das ist nicht. Verflucht. Haben Sie mich gesehen? Ach, hier bin ich hergekommen, ich Esel, ne? Ach, Schisse, ich habe mich so gefeiert, dass ich es vernünftig geschafft habe. Ja, und Dr. Esel hat es natürlich wieder komplett versaut. Es wäre so geil, wenn ich das Licht ausmachen könnte. Oh Mann, ey. Du hast echt eine ziemlich schäbige Frisur, weißt du das? Ist das in Idiotenstadt gerade angesagt? Wo ist der andere? Es ist ein Duo. Ein Ekelduo. Ich sehe nicht. Das war richtig schlecht. Und ich weiß nicht, wo ich in die dritte Etage komme. Wo zum Henker sind sie und wo muss ich lang? Oh nee, ey, das ist ja bösartig. Mist. Eigentlich muss er mich jetzt sehen. Da ist er. Offensichtlich ist er richtig blind. Puh. Eieieiei.
Bitte jetzt nicht. Oh, Schock. What the fuck? Wie komme ich in den dritten Stock? Wie komme ich in den dritten Stock? Und wer rennt hier denn als rum wie so ein Verrückter? Wahrscheinlich ein Verrückter. Irgendwas sagt mir, dass ich doch hier hätte lang gemusst. Oh Gott, ey. Was für eine Horrortortur in diesem verrückten Spiel. Wenn es dich antönt, wie ich leide, dann lass mir doch ein Däumchen da. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und tja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.